Bei den Temperaturen der vergangenen Wochen hilft, wie hier im Südbad, viel nur noch das kühle Nass. Trotz des sommerlichen Wetters muss dennoch auf die eigene Gesundheit geachtet werden. Das betrifft auch das regelmäßige Verwenden von Sonnencreme. Vor gut einem Jahr hat die Stadt deshalb, wie im Hitzeaktionsplan beschlossen, als bundesweit erste Kommune Sonnencremespender aufgestellt. Es gibt in holländischen Städten da so ein Versuchsprojekt und da haben wir gedacht, das können wir auch, es ist sinnvoll. Letztes Jahr war es nur ein sehr durchwachsener Sommer, also da war, als wir die hingestellt haben, hat es angefangen zu regnen. Wir hatten also keine sehr guten Erfahrungswerte damit. Dann August, September liefen sie sehr gut. Dieses Jahr hat es zwar immer mal wieder geregnet, aber es gab sehr, sehr sonnenintensive Tage und wir merken, dass das Angebot sehr gut angenommen wird. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass das also eine durchaus sinnvolle Maßnahme ist, die halt eben als Vorgriff zum Hitzeaktionsplan von unserer Seite gesehen wird. Dass die Sonnencremespender gut ankommen und von Jung und Alt genutzt werden, heißt auch, dass sie regelmäßig wieder befüllt werden müssen. Bisher geschieht das ungefähr einmal im Monat. Laut Schätzungen des Gesundheitssprechers der Stadt belaufen sich die Kosten für die Sonnencreme so im Jahr auf rund 500 bis 1000 Euro. Auch weil die Stadt dabei auf einen gut verträglichen Schutz setzt. Wir haben darauf geachtet, dass wir keine No-Name-Sonnencreme, sondern eine Markensonnencreme benutzen. Die ist für Kinder geeignet, 50 plus, also Lichtschutzfaktor 50 plus und auch für Allergiker geeignet. Also dadurch ein breites Spektrum. Diese Sonnencreme kann wirklich jede Person benutzen und muss keine Angst haben, dass wir hier irgendwie jemanden vergessen. Auch wenn das Feedback positiv ist, bleiben noch viele Fragen für eine Dauerlösung offen. Denn momentan werden die Spender hauptsächlich durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zusätzlich zu ihrer alltäglichen Arbeit befüllt. Und auch die sonnigen Standorte der Spender sind für die Stadt nicht unbedingt Teil einer endgültigen Lösung. Es ist wirklich am Anfang, es gibt keine industrielle Lösung und daran muss dringend gearbeitet werden. Es muss dringend eine industrielle Lösung her, um das in großen Maßstäben überall auch anbieten zu können. So wie wir das hier machen, ist sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Liebe drin und ohne so einen guten Beta-Betreiber wird das gar nicht gehen. Aber wenn das wirklich deutschlandweit sowas ausgerollt werden sollte, dann müssen bessere Lösungen her. Mit der jetzigen Nutzung der Sonnencremespender ist die Stadt aber mehr als zufrieden. Vor allem auch, weil so mehr Bewusstsein für die Gefahren einer Krebserkrankung durch Sonnenbrand gestärkt wird.